Sprünge warten überall, ob im Wald oder an Treppen in der Stadt, über Hindernisse oder Baumstämmen, über Hindernisse hinweg mit dem Bunnyhop oder im Bikepark bei Tables, wo man drüber springt oder Drops. Da hat man überall die Möglichkeit zu springen, auch im Gelände, und wir fangen mit Drops an. Also es ist wichtig, erst den Manual-Impuls zu üben, das Vorder zu entlasten. Da kennt ihr das Video zu. Das kann man anwenden an kleinen Bordsteinkanten, wo man den Lenker wegschiebt, die Landung schön abfedert. Und an Bordsteinkanten in der Stadt kann man das überall trainieren. Dann vielleicht auch mal über eine Zweiertreppe, da ist die Landung noch nicht zu hart. Und man kann anfangen, das ins Gelände zu übertragen, wo die Landung bergab ist. Man sieht mit den Armen schön abfedern, und ja, das kann man im Bikepark auch nehmen, an Übungsdrops, wie hier im Bikepark Winterberg. Da habt ihr gesehen, langsames Tempo, starker Impuls. Mehr Tempo, weniger Impuls, also wenn ich viel schnell bin, nur das Rad nach vorne schieben kurz. Und im Gelände lässt sich das auch übertragen, schön mit Arm und Bein abfedern, um dann wieder zentral zu landen. Man kann auch aktiv abspringen, an der Kante etwas mehr abspringen. Und das kann man zum Beispiel nutzen, wenn man in einen Hang reinspringt oder in eine Treppe reinspringt. Auch geht es natürlich, dass man das bei Treppengaps nutzt oder über ein Wurzelfeld springt, aktiv abspringen, und dann kann man schön in den Hang landen. Ja, das Ganze kann man übertragen, auch bei Rampen. Es ist ein bisschen anders, weil die Rampe kickt einen schon und trägt einen in eine Flugkurve. Das unterstützt man in einer Tiefhochbewegung, geht dann im Absprung eine Streckung. Und ja, dann tastet man sich auch an Tables ran, wo man sicher ist, dass man auch oben drauf landen kann. Man steigert das Tempo oder man schluckt den Absprung weg, wenn man extrem schnell ist. Dann landet man mit beiden Rädern wieder. Im Bikepark gibt es Step-Ups, Step-Downs, wo man das üben kann, Schritt für Schritt, wieder hier in Winterberg. Dann, wie Sascha zeigt, Doubles, also wenn man sehr sicher ist, auch über eine Lücke springen, und dann kann man anfangen zu stylen. Viel Spaß dabei! Also die Treppen, da haben wir ein Video zu gemacht, da könnt ihr reinspringen, die könnt ihr zum Fahren nutzen, ihr könnt ganz langsam fahren, ganz schnell fahren, ihr könnt die zentrale Position dabei trainieren, und Treppen findet ihr überall, vielleicht auf dem Schulhof in der Nähe. Man kann auch ein bisschen üben, kleine Drop-Techniken, Treppen runterspringen oder auch ein Treppen-Gap springen, das macht Spaß, wenn man eins findet. Auf dem Vorderrad fahren, eine Treppe runterfahren, ist natürlich schon eine Herausforderung, aber die Spielerei hört nie auf. Hindernisse findet ihr überall im Städtischen. Bänke, Stöcke, kleine Mauern, da könnt ihr eure Techniken dran trainieren, auf ein Hindernis drauf, entweder mit niedrigem Sattel oder mit hohem Sattel, normaler Drop oder Wheelie Drop, alles geht, und ihr könnt euch ein Stöckchen hinlegen, so läuft's auch, nach und nach Vorderrad, Hinterrad anrufen, bis hin zum Bunny Hop, und da könnt ihr auf jeden Fall auch die Höhe langsam steigern, und das könnt ihr vor der Haustür super üben. Bordsteinkanten helfen natürlich auch, die Drop-Techniken zu üben. Das hatten wir schon gesagt, und das könnt ihr langsam steigern. Wenn ihr eine Straße habt, die leicht bergauf geht, könnt ihr den Wheelie üben. Und das Schöne ist, wenn ihr eh den Manual übt, bergab, könnt ihr die Geschwindigkeit nutzen, das Gefälle auf dem Hinterrad zu rollen mit dem Manual. Also das ist eine super Sache. Bergauf dann wieder im Wheelie. Und so könnt ihr wirklich vor der Haustür ideal trainieren. Jeden Tag am besten, viel Wiederholungsfrequenz. Kurven könnt ihr um die Gullydeckel herum oder ihr steckt euch welche ab. Hier haben wir Pylonen genommen, auf asphaltfestem Boden oder auf Schotterboden, Schritt für Schritt die Technik üben, die Videos dazu binde ich nochmal ein, die Blickführung, die Körperrotation, alles was wir brauchen. Ihr könnt das Rad noch mehr neigen mit Hilfe der Arme, und so könnt ihr trainieren. Aber auf dem Stadtrad könnt ihr mal versuchen, ganz enge Radien zu fahren. Im Alltag hilft das, einfach mal zu wenden und die Blickführung anzuwenden. Also wer jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, der kann natürlich ideal üben. Auch, man braucht jetzt kein Mountainbike. Ja, Balance geht da auch super. Auf einem normalen Rad einfach mal stehen bleiben, Schritt für Schritt. Warten, bis die anderen vorbei sind, dann weiterfahren. Und auf einer schmalen Linie balancieren, Bordstein oder auf einem weißen Streifen. Das macht Spaß. Immer langsamer werden, dann wird es immer schwieriger. Und ja, um einen Baumstamm zu fahren, ist natürlich dann schon eine Klasse drüber. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Angst, runterzufallen. Schritt für Schritt, kleine Baumstämme. Und dann auch größere. Man kann sich natürlich auch für das Gleichgewichtsgefühl irgendwo abstützen, eine Ampel oder also einen Baum, und da kann man optimal üben. Der Trackstand ist natürlich ideal, wenn man ganz ruhig steht, am besten leicht bergauf, dann kann man ein bisschen anfangen, hin und her zu pendeln, vor und zurück. Ja, und das macht natürlich auch eine Menge aus, damit man nachher das Balancegefühl auch im Trail anwenden kann. Ja, dieses Rückwärtsrollen macht natürlich riesig Spaß, da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht, und ist eine super Kontrollgeschichte. Und man kann halt ein Stoppie machen oder eine kleine Rampe nehmen und immer mehr dann auf rückwärts rollen.
Ja, das macht eine Menge Spaß. Kann man kombinieren, zum Beispiel erst ein Manual, eine kleine Rampe hoch, dann wieder rückwärts fahren. Also tausche Spielereien findet man. Und hier die kleine Schranke, die ich genommen habe. Ja, ich hoffe, ihr seid inspiriert. Viel Spaß beim Üben.